Hallöchen und willkommen zurück hier bei Soundmask am mystischen Portal im Regenwald. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Hallöchen. So, schauen wir mal, was hier noch gibt. Ob jetzt eine Kiste, Tafel gibt oder sonst was. In dem Sinne, geht los. Oh. Dann los. Geh aber auch erkunden. Also wirklich. Ich will die Kiste. Ich geh mal rechts rüber und Google mal. Was da. Wird die Tafel eigentlich, wenn ich Q drücke, auch angezeigt dann? Nur wenn du es geskillt hast. Okay. In der Maske. Auf der linken Seite ist nichts. Hier ist aber auch nichts. Ich bin schon auf der Rückseite von der Mauer. Guck sogar hin auf der Mauer, aber da ist nichts. Also ich sehe nichts. Ja. Tja. Geh doch mal der, wo ihr wart, mal außen rum. Guck mal. Kann das sein, dass es auf der Rückseite ist, oder? Keine Ahnung. So, ich schlafe einfach auch mal außen rum. Wir haben zwei bis jetzt gefunden und die waren innen. Also. Ach, hier ist die Büro schon. Ja. Guck mal, da ein Fahrradständer. Na, das wär's jetzt noch, ne? Das wär's jetzt noch, ja. Ne, da ist nix. Hier ist auch nix. Tja. Fährt der Programmierer hier noch mit dem Fahrrad rum. Hallo. Ich wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Jetzt haben wir vielleicht eine Art Mäler, weißt? Ja. Okay, da ist nichts, da bin ich schon rumgelaufen, schade nichts, aber gut. Gut. Hier Augen sehen. Au! Was? Arschkrampe! Was denn? Oha! Du sollst mich nicht immer hauen. Mini, soll ich da mal sagen, dass du deine Waffe abnutzen tust? Ja, du mich auch. Ich hab gar nichts gemacht. Wie denn der Blödmann jetzt? Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Du nutzt nur meine Rüstung ab. Aha. Du musst doch einfach den Blödmann Blödmann sein. Mini, auf ihn. Mit Gebrüll. Nein. So, was machen wir jetzt? Ja, jetzt halt mal wieder auf und gehen wir jetzt nochmal zu dem einen. Also den Speer haben wir ja jetzt schon den einen, oder? Ja. Habt ihr noch Fragezeichen hier irgendwo in der Nähe? Sollen wir jetzt erstmal zum Dings zurück, zum Lager und mal schlafen? Also mein Fragezeichen wäre drüben im Norden weiter. Also ich müsste den Bus hier noch zurückbringen. Ja, deswegen. Aber, deswegen meinte ich einmal zurück zum Lagerfeuer und dann mal schlafen auch. Ja, weil letztes Fragezeichen ist ja an der Starterbase. Meine Frage ist, wenn ich mich jetzt zurückpott in unsere jetzige Base. Ja. Wenn die Tussi mitgepottet? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Aber du kannst ja mal versuchen mit dem Port. Will ich. Ich meine, dann könnte man nämlich in die neue Base kurz, dann können wir durchschlafen, ich kann der Tussi bessere Klamotte drauf rüsten und dann potten wir uns wieder hierher und dann bringen wir sie zurück und holen das Lama ab. Ja, oder so, dann port uns mal. Jetzt sagt nicht jeder muss selber porten oder so. Sehen, porte mal. Ich denke, jeder muss selber. Brücke E für Port. Junge, erforderliche Maske Energie 250. Aber wir können noch gar nicht porten, also. Welches ist denn unseres? Das Südregenwald? Ja. Ja. Ja, du musst halt deine Maske voll haben, ne? Ja, die mache ich jetzt. Also ich bin gleich weg. So, jetzt. So. Ja, jetzt porte ich an. Was? Südregenwald müssen wir. Ja. Und denk an die Miezekatze. Ja. So, Tussi ist hier. So, und jetzt Interaktion, ne? Jetzt wieso Interaktion? Südregenwaldportal. Ja. Oh, die Maske ist aber jetzt ganz schön leer, ja. Ja. Und wir porten nicht alle gleichzeitig, sondern... Sehr jeder toll. Muss für sich. Ah, ja. Braucht viel Maske-Energie, um zu potten, also dann durchaus.
So, dann gehen wir jetzt in unser neue Base zurück. Ja, wir warten jetzt erstmal, bis Pyro vollständig da ist. Ich bin da. Ja. Okay. Dann, Ja, der Pyro ist so viel, da langt auch, wenn wir nur dann die Hilfe mitnehmen. Weil die Putti hat ja bloß eine Gruppe lauter auf. Darin gebe ich dann A, die Bronze oder Bestie, damit es besser verteidigen kann. Und dann kann sie im alten Lager bleiben, weißt du? Aber die hat ja noch Holzspeer. Was soll sie mit dem Holzspeer? Ja, Bestienzeug müsste oben noch drin sein. Kann das sein, dass sie auch abgehauen ist, weil die alleine war? Das kann auch sein. Theoretisch. Ich weiß es nicht. Dann gucken wir doch noch einer in Bär. Und zu essen hatte die genug, oder? Ja, eigentlich schon. Die kriegt jetzt noch Klamotte. Dann wird noch ein bisschen Fleisch eingepackt, damit sie drüber noch genug hat. Und dann. Also, Klamotten sind oben genug drin. Ja, ja, ich weiß. Ich gehe jetzt rein mit der. Und natürlich bin ich wieder die falsche Tür reingegangen. Guck mal, man kann die auch beschriften. Guck mal. Das ist ja toll. Was beschriften? Hier mit so kleinen Schildchen. Die Kisten. Kann man? Schildchen? Ja, hier, guck mal. Ja, ich bin gerade am Schlafen, weil ich nur noch 60% hat oder so. Das ist mal toll. Muss man die Schildchen dann extra herstellen, oder? Die muss man herstellen, dann kann man sie da dran pappen und benennen. Und das hat der Schott nichts gemacht? Zumindest in der einen Ecke hier, ja. Ach, nur in der einen Ecke, noch nicht an allen. Naja, nein, immerhin. So weit war ich noch nicht. Das kostet ja auch ein bisschen Zeit. Er hat sich stets Mühe gegeben. Genau. Ah ne, er war stets bemüht, so heißt das ja. Ja. Wer uns länger guckt, der weiß ja, der Ratschlag vom Schatt nix. Nicht zu viel loben, weil die Leute machen sonst nicht mehr so viel. Deswegen. So, was hab ich denn jetzt noch? Den Schildchen gleich mal angucken. Oh, in der Pflanzenecke. Ja. Wildherz. Okay. Das ist gar nicht schlecht, ne? Oh. Hat er sich ja mal was einfallen lassen. Sehr schön. Oh, jetzt geht die Mini erstmal schlafen. Ich war schon. Ich weiß, du faule Socke. Hey, ja, hab ich noch was im Inventar, ja. Ich hab hier noch Salsa-Soße. Die kommt in die vorderste Nahrungskiste. Ja, aber ist die für irgendwas Tolles? Weil da steht nur... Ja, die brauchen wir zum Weiterverarbeiten. Ach so. Aha, die geht da gar nicht rein. Also kommt in halbfertiges oder so, ne? Was steht denn da als Klasse bei? Nahrung. Ja, Nahrung, in die Nahrungskisten. Nicht in die Kochkiste. Ja, ach, Koch. Schämst dich wenigstens ein bisschen jetzt. Kein Stück, oder? Nee, das steht da einfach drüber. Und der Mini sieht gerade, ihr muss noch ein bisschen Futter einstecken. Schämst dich wenigstens ein bisschen als möglich. Tja. Ach, schad nix. Mhm. Hier vorne stehen doch diese großen Feuerkrüge hier, ne? Ständer, wie auch immer. Hier an der Treppe. Ja. Müssen die auch überdacht sein oder kann man die auch vielleicht ans Tor stellen oder so? Das weiß ich nicht. Oder müssen die auch mit Holz befeuert werden? Musste mal reingucken, ob man befeuert werden müssen die bestimmt.
Ja, ist Holz drin. Das verbrennt Baumrinde gerade. Müsste aber eigentlich derjenige mitmachen, der den Lagerunterhalt macht. Aber die könntest du dann nur drinnen hinstellen, innerhalb des Zauns. Ja, aber die leuchten ja dann auch noch draußen, oder? Denke ich. So. Oder wenn man eine auf diesen Turm stellt, dass es so nachts ein bisschen beleuchtet ist. Ach ja, beleuchtet. Schatnix, du hattest doch, als wir das Material gesammelt haben und so, hast du doch Leuchtkäfer gefunden, ne? Ja. Gesammelt. Ja. Damit können wir doch unsere Lampen bestimmt reparieren. Jo. Wo sind das, wäre mal eine Option. Die habe ich noch in mir drin. Ich weiß nicht, wo ich die reintun soll. Ach so, was wolltest du? Was steht denn da für Klasse dran? Tier wahrscheinlich. Medizin. Oh, ich weiß, wo ich reinkomme in Medizin. Dann gucke ich mal, ob ich da drauf gehen kann zum Reparieren, was er mir da zeigt. Reparieren. Faserndicke Seil und Glühwürmchen. Nicht genügend Material für... Achso, Fasern. Glühwürmchen sogar zwei. So, ist noch was. Ach, dicke Seil müssen wir wieder herstellen. Da kann ich gleich gerne von mir einen ranstellen. Oder kannst von mir einen ranstellen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich suche mir gerade Zeugs zusammen. Okay. Und zwei Glühwürmchen. Die Seil mache ich schnell. Oder so. Nein, falsche Kiste. Da, die Medizinkiste. So, reparieren. Glühwürmchen da wieder rein. Sehr schön. Das sind jetzt Waffen. Ach, das war dünnes Seil. Waffen sind da drüben, wo du gerade warst, Topper. Ja. Ja, ich rüste gerade die Tussi aus. Jetzt habe ich schon eine Waffe gegeben. Jetzt kriegt sie noch Spielzeuge und so, damit die ausgerüstet. Ja, musst du da drin sein. Also hab ich. Ja, ich muss wo gewohnt. Ich krieg das schon zusammen. Wie viel dicke Seil brauchst du denn? Also, wir haben fast noch 300 hier oben drin, ne? Okay. 300 was? Dicke Seil. Muss ich keine machen. Hä? Ja. Nur mal so. Ist auch gar nicht drin. Da haben wir 112 drin. Ach, und, da unten ist auch und noch. Und unten ist auch noch mal dickes Seil. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Na. Was fehlt noch? Fasern. Fasern ist bei. Da, wo die Kisten beschriftet sind. Irgendwo sind hier Fasern, Leute. Ja, da wo ich gerade dran war. Da, Fasern. Wie viel brauchen wir? Vier. Oder vier. So, die Tussi ist jetzt mal ausgerüstet mit beste Lederkleidung, Legende natürlich. Ja. Weil die ja Leder drüber ist, dann. So, Samen. Wo haben wir Samen? Beim Garten. Die große Kiste immer noch. Das habe ich befürchtet. Apropos Garten, ich gucke mal, ob hier alles läuft. Samen. Ah, was haben wir denn hier? Boah, schon wieder keine Tomatensamen mehr, wirklich? Hä? Und dann machst du eben kurz? Jo, mach ich. Ja, Mini ist eigentlich immer nur da, hier so um Arbeit zu verteilen, ne, weil sie alle immer nach Arbeit fragen. Ja. Muss ich eh noch leveln. Ja, Mini, die gute Seele unserer Base. Oho, die nur die Arbeit verteilt, anstatt sie selber zu machen. Genau. Wenn man selber keine Level kriegt. Muss aber ja auch einer machen. Ja. Große Kiste. Beim Garten hinten, die steht da ganz alleine. Ich bin blind. Ach da. So. Ich wollte doch jetzt auch noch irgendwas machen.
brauche ich, bin ich fast alles los. Noch ein halbfertiges Produkt, das muss auch noch weg. Entschuldigung. Habe ich für die Cashew-Kerne habe ich doch... Nee, habe ich keine. Leer, ich hab's geschafft. Genau, falls es... Ich glaube, das wurde ja in der Aufnahme noch gar nicht gezeigt, ne? Der Schatnix, der findet ja gar keine Ruhe. Der hat hier schon einen Übergang gebaut. Zur nächsten Insel. Damit wir uns nicht die Füße nass machen müssen. Die ganze Base... Oder fast die ganze Base, die sie im Moment steckt, wurde noch gar nicht gezeigt. Ja, da könnte ich mal rumgehen. Hier den Zaun, ja Leute, hat er noch nicht komplett gemacht. Aber... Was? Wo? Schad nix, der schläft ja auch hin und wieder. Oh, oh, hab ich den Zaun nicht komplett gemacht? Wo? Wild, am Wasser. Wildhunde kommen bei uns rein. Achso. Echt? Die schwimmen durchs Wasser? Ja. Dadurch habe ich gerade gesagt, dass der Zaun nicht komplett ist. Dann muss ich den Doktor komplett umziehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da sind. Siehst du mal, was du so alles nicht denkst. Also wartet da noch Arbeit auf mich. Oh. Du hast doch sonst nichts zu tun, dann wird dir nicht langweilig. Seht ihr, Leute, und deswegen kam der Tipp damals von dem Shop nichts, nicht zu oft loben. Ihr seid schuld, ihr habt keine Bogenschützen als Wachen aufgestellt. Zum Glück ist er nie um Ausreden verlegen. Genau. Oh, leckere Tomaten. So. Winnie? Ja. Wie viel Saatgut brauchst du denn? Ja, machen wir so 200 Stück, ne? Die sind bis morgen dann auch wieder verbraucht. Ist schon über 300. Okay, ja, dann nehmen wir in die Kiste. Nur nicht alle Tomaten verbrauchen, ne? Alles klar. Das ist das Lager. Dann höre ich jetzt auf. Da ist das Lager hier. Hier machen wir auch einen Balkon drumherum. Damit wir sehen, wie die bei dem nicht fertigen Zaun hier rüberkommen können. Und ins Lager rein. Jetzt hat er wieder was gefunden, ne? Ja. Na, ja, manche Sachen muss man ja auch erstmal ausprobieren, ob es so geht oder nicht. Ja. Ist halt zu langsam. Schneller ausprobieren. Hier sind dann die Werkbänke drin. Draußen hier die Fenster, die sind zu mit dem Zaun, damit man nicht sieht, dass er da hinten auch hört. Er kann es nicht lassen, ne? Ja. Hier hat dann schön Stall, ich meine, hier hat dann Stall gebaut. Das ist halt, wenn man ihn frei rumlaufen lässt, ne? Für unsere Hotte Hüß. Aber man... Ja, du hättest auch mal Halsband und Leine für ihn machen können. Man kann auch Leoparden später reiten und sowas, ne? Ja. Ja. Hier ist dann zum Beispiel ein Tor. Und da hat er jeweils wohl überlegt,
hat er hier jeweils ein kleines Türmchen dran gemacht. Natürlich nicht da, wo der Zaun aufhört, da hat er kein Türmchen gemacht, sondern nur hier vorne an den Toren. Deswegen, wenn hier in der Ecke so ein Feuer hinkommt, dann kann man nach vorne noch verteidigen, aber man sieht wenigstens was. Sei denn, die Feuer müssen auch wieder das Große überdeckt werden, dass das nicht ausgeht oder so. Ich wieset mich. Hier hat er dann quasi das kleine, wo gerade Sklavenlager sagen, das Lager für die Mitarbeiter gemacht. Schön sorgsam eingerichtet, ohne alles, nur mit Betten. Genau, das mehr ist, brauchen die nicht. Das ist liebevoll, sonst werden die zu hochnäsig und machen nichts mehr. Weil das ist ja sein Motto von wegen, ne? Nichts für Lungen und so. Immerhin hat sich noch eine Fackel angebracht, dass wir keine Angst haben im Dunkeln. Ah ja, sehr schön. Das ist der Gatten. Wenn nichts abends reingeht, ist mal Schreckelse. Das ist der Gatten, da macht der Schartnix, glaube ich, auch mehr oder weniger alleine mit, ne? Ja, was heißt? Dem Garten macht eigentlich. Der Farmer, ne? Eher. Ja, immer alles so mini, immer auf ja, Garten zum, geht. Zum Planen und sowas meine ich jetzt. Ich habe nur auf Minis Anweisung reagiert. Ja. Okay. Hier ist dann auch noch ein Ausgang. Immer diese Ausrede, oder? Ja, ne? Ja. Von hier gucken, dann sieht man die Brücke darüber und hier hört direkt der Zaun auf. Und hier sind die Viecher auch eben reingekommen. Man könnte auch so eine große Zielscheibe dahin malen oder so ein Fähnchen kommt rein. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil das wäre willkommen. Ja, genau, so ein Schild willkommen. Eine Fußmatte, damit sich noch die Pfote abzugehen. Ja, aber wenn wir einen Zaun hinmache, haben wir ja die schöne Aussicht gar nicht mehr. Ja, aber hier muss ja auch zumachen, hier, du musst Wasser ins Wasser gehen. Ja, aber hier sind, da wo Topper jetzt steht, da sind die rein. Reingeguckt. Ja, ja. Das Problem ist nur, der Man-Eater, ne, der draußen Holz hacken geht, der geht immer hier um den Zaun drumrum. Ich weiß nicht, ob die Tore nicht benutzen können. Doch, die anderen benutzen die Tore, also die. Ja, der geht wahrscheinlich hier rum, weil offen ist. Wenn zu ist, geht er durchs Tor. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Dings reichen, ob die Fundamente reichen, dass du das mit Fundamente zumachst. Wenn das rüber ziehst. Nicht schlecht, weil Fundamente rüber, dann kann man doch was pflanzen oder so, weißt du? Ja, wenn du hier einfach Fundamente gerade rüber ziehst, ob das dann auch zu ist. Ja, keine Ahnung, ob die durch die Fundamente durchlaufen oder nicht. Weiß es nicht. Dann machst halt Barrikade vor die Fundamente im Wasser. Ja, was oder jetzt auch welche im Wasser. Könnte man. Ja, das werde ich dann später mal probieren. Peter, da sind wieder Hunde hier, weißt du? Ja gut, dann baue ich halt jetzt. Nein, jetzt nicht. Dann müssen Tussi wieder zurückbringen. Und hier hat er auch noch. Ich weiß nicht, was du willst. Hier hat er auch noch Stallungen gemacht. Aber man muss ihn ja zugute halten, hier steht ja Hotshots neue Base im Bau. Also es ist noch nicht fertig. Genau. Es steht dann noch das nächste halbe Jahr. Genau. Ja, aber wenn. Sicherheit, dass ich mich rausreden kann. Jetzt, also, ist immer noch im Bau. Jetzt habe ich dir eine Brücke gebaut und du reißt sie wieder ein. Schatnix. Also da kann ich nichts. Also, ne? Ich hab's versucht. Ganz wirklich. Das ist immer im Bau. Ja, komm mal her, siehst du das, was da steht? Topper, da. Eine Beine. Ach je. Das, hey. Wer hat das denn gemacht? Komm, Chiquita, komm her, komm, Chiquita. Ja, wer wird das wohl gewesen sein? Ich war's nicht. Ich ahne nicht. Hab's grad gelesen. Cool. Für die Pyro. Oder für den Pyro. Egal, ob es auch der Name steht da. Hey. Affen, toll, ne? Hey je, ich brauch kein Affenkotelett. Ich
Schmecken. Nein, da muss wieder drauf. Achtung, freilaufender Pyro. Ach hey, Leute, seht ihr, wie ich hier, ne? Also wirklich, also das ist... Ach hey, je. Kein Zutritt für das Pyrotier. Geh mal wieder zurück. Bringe dann Pussy zurück und... Oder was machen wir jetzt? Ja. 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 Ich denke mal, wir stellen uns mal hier hin. Wo ist hier? Hey, die Yogi ist da am... in Richtung. So. Und machen wir ein schönes Knipselfoto. Bei 3, 2, 1 und los. Hat keiner einen Effekt gemacht, aber okay, Leute, wir haben das Foto. Ich sag dann mal erstmal, wir melden uns, wenn wir die hier soweit sind, um die Tools abholen. In dem Sinne erstmal Tüllü und Tschü. Tschüss.